Ich habe vor ungefähr 40, 45 Jahren habe ich mit meinem Vater an der Werkbank so ein Mundstück aufgeschnitten, könnte man sagen, mit einer Eisensäge, weil ich sehen wollte, wie mein Ansatz aussieht. Und dann habe ich das benutzt und habe dann gesehen, okay, die Oberlippe sieht ein bisschen komisch aus und so weiter, alles, was man dann so macht. Und irgendwann habe ich festgestellt, das, was ich jetzt gerade mache, ne? Das machen sehr, sehr viele Trompeter. Also man könnte sagen, so ein Summgeräusch im Mundstück und die Luft kommt gar nicht an. Also man hört hier gar kein Rauschen. Wenn du aber so spielst, dann, also man könnte sagen, platte Autoreifen, platt werdende Autoreifen, das Geräusch, dann kommt halt die Luft hier an und dann hast du immer noch einen Sound. Und das habe ich halt sozusagen durch Zufall entdeckt und habe dann den Georg beauftragt, das Ganze zu bauen. Ja. Und seitdem setze ich das unheimlich viel ein. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das einzusetzen. Das ist eigentlich optimal. Wenn du leise ein C spielst und wenn du laut spielst halt, aber das Rauschen ist immer gut. Auch das hier wäre möglich. Also man kann das schon machen. Zum Bassen benutzen. Es gibt Trompeter, die so spielen. Ich habe also auch professionelle Trompeter erlebt, die das tatsächlich so machen und trotzdem gut spielen. Also das heißt jetzt nicht, du machst das falsch, aber das hier ist auf jeden Fall ganz genau. Nee. Da kommt nichts an und dann hast du auch immer einen schrägen Sound. Und dann gibt es noch eine Sache, man kann ja auch die Winkel hier noch öffnen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal versucht hast. Die Mundwinkel aufmachen. Das kannst du auch sehr gut üben. Einfach zu versuchen, die Mundwinkel aufzumachen und trotzdem weiterzuspielen. Insofern hat das relativ viele. Also nochmal, du benutzt das nicht als Buzzer, also nicht für... Nicht zum Buzzen. Ja. Wie gesagt, man kann es machen, aber eigentlich geht es darum, dass du... Nicht für das? Genau, sondern versuch mal... Merkst du das? Merkst du, hier kommt die 80... Du musst das zentrieren mit der Luft, ne? Ganz genau. Das hat mit der Zunge zu tun. Ganz genau. Wenn die Zunge kommt, kann das auch extrem verbessern. Und dann hast du gesagt, man kann beides machen. Ganz interessant, das hat mir ein Schüler gezeigt. Ich habe das selber gedacht, das wäre gar nicht gut. Und dann sagte er, dass er damit seine Höhe sehr verbessert hast. Deswegen habe ich es natürlich auch nochmal geübt. Aber du nimmst das sozusagen in erster Linie nicht als Ansatzhilfe, sondern als Lufthilfe. Ganz genau. Am einfach festgestellt, du kannst das ja sogar, wenn du das so nimmst, feststellen, ob du triffst oder nicht. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil von Sound. Ne? Da geht es aber auch um Sound. Also du bläst da rein und im Endeffekt musst du hören, was du machst. Genau. Und es soll nicht schwingen, sondern genau. Also, und du musst gucken, aber da musst du auch gucken mit dem Pivot, wo die Luft hingeht. So ist es. Ganz genau. Du lernst einfach, wo der Luft sich bewegt. Und was auch eine super Übung ist, ist dabei, wenn du die Backen aufbläst. Ja. Das finde ich eine super Hilfe. Du unterrichtest ja selber. Das ist, du musst sehen, wenn du jemanden hast, also die meisten Schüler, die Backen aufblasen, spielen sofort, treffen einfach sofort das Loch. So, ne? Und wenn die dann wieder anspannen, anstatt einfach genau dasselbe zu machen. Ja, ist ja untenrum passiert ja auch was ganz anderes sofort, ne? Ob du so spielst. Also das, man sieht es ja auch von hier. Ob du machst oder... Das ist eine ganz andere. Also alles unterhalb des Halses. Ah ja. Spannend. Ich hatte mir beinahe gedacht, dass du triffst. Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip der Reflex. Also das ist ja... Ja, aber ich meine, wenn du, das kennst du bestimmt von deinen Schülern auch, die meisten denken überhaupt nicht an Pusten, sondern die meisten denken halt an Pressen. Und wenn du schon so rangehst, so... dann kann auch nichts passieren. Ne? Und eigentlich ist es zum Zurückführen, zum Loslassen. Und dann kommen wir ja noch in dieses aktiv ausatmen oder einatmen und passiv ausatmen. Oder? Ja, also sehr gut. Der Impuls oder der Impuls. Ja, da gibt es ja auch große Schulen. Ja. Aber toll, super. Ja, ich meine Stütze. Das ist eben ein Wahnsinnsthema. Ne? Das ist ein Riesenthema. Das ist ein anderes Video. Das dauert 3 Stunden, wenn wir davon anfangen. Das wird es nicht von mir gehen. Nein, das ist... gut, es geht um Sound. Sehr gut.